So, dann begrüße ich Sie ganz herzlich zum Thema Videoüberwachung. Mein Name ist Andreas Stürzel, ich komme aus Rosenheim und ich habe beruflich mit Videoüberwachung zu tun, denn ich bin als Datenschutzbeauftragter tätig und im Rahmen meiner Tätigkeit eben da ist eine Aufgabe zu überprüfen, ob ein Videoeinsatz im Unternehmen auch rechtmäßig ist. Da kommen wir noch dazu. Grundsätzlich ist mal eine ganz interessante Tendenz zu beobachten, dass die Videoüberwachung im Vormarsch ist. Das ist schon seit sehr vielen Jahren, aber ist in einem rasanten Tempo zunimmt, denn die Technik wird erstens immer billiger, immer leistungsfähiger, die Auflösung wird hochwertiger und es verbreitet sich auch bei den Besitzern von Überwachungssystemen. Das heißt letztendlich heute jeder Smartphone Inhaber hat ja letztendlich schon sein Videoüberwachungssystem in der Hosentasche. Der Sinn der Überwachung, wenn wir jetzt uns mal auf die Videoüberwachung beschränken, die offiziell so als Kameraüberwachung auch uns begegnet, ist ja in erster Linie ein Schutzgedanke. Das heißt, man will das Eigentum schützen, beispielsweise im Unternehmen, im Kaufhaus, dass Diebstahl verhindert wird, Personen schützen in der Bank, dass die Mitarbeiter oder in der Tankstelle nicht überfallen werden. Das heißt, Gefahrenabwehr. Aber es gibt natürlich auch Videoüberwachung, in Anführungsstrichen zu sehen, Videoaufzeichnung oder Mitschnitte, die unter Umständen live übertragen werden aus Nachrichtengründen, so wie es ja hier auch heute stattfindet. Grundsätzlich soll ja die Kontrolle der Mitarbeiter, das ist nämlich ein wesentlicher Aspekt in den gesetzlichen Rahmenbedingungen, nicht der Zweck einer Videoüberwachung sein. Es lässt sich aber sehr schwer vermeiden, denn wenn ich in der Tankstelle den Kassenbereich filme, um hier Gefahren abzuwehren, dann ist natürlich logischerweise auch der Mitarbeiter drauf. Das heißt, es ist immer auch in gewisser Art eine Kontrolle nicht ganz zu vermeiden. Es gibt hier einige gesetzliche Regelungen, die bei Videoüberwachung eine Rolle spielen und es gibt natürlich auch eine Menge von Risiken und das möchte ich heute ein wenig hier überblicken. Grundsätzlich ist mal die Rechtsgrundlage schlechthin, ist das Grundgesetz für uns und hier gibt es abgeleitet die informationelle Selbstbestimmung, eben auf Grundlage der freien Persönlichkeitsentwicklung. Und immer dann, sagt der Gesetzgeber, beziehungsweise auch das Verfassungsgericht hat es so ausgelegt, immer dann, wenn eine Videoüberwachung stattfindet, dann ist es ein Eingriff in die freie Persönlichkeitsentfaltung. Denn es muss der Bürger das Recht haben, selbst zu bestimmen, wer was über wen weiß. Und die Aufzeichnung, die Sammlung von persönlichen Daten, denn Video- und Bildmaterial sind personenbezogene Daten, ist ein Eingriff in das Ganze. Deshalb muss es hier auch irgendeine rechtliche Regelung geben. Und generell kann man sagen, ist in den meisten Fällen das Bundesdatenschutzgesetz hier zuständig. Aber es gibt natürlich auch andere Rechtsgrundlagen, die betroffen sind, beispielsweise Kunsturheberrecht, die allgemeinen Persönlichkeitsrechte bei Recht am Bild, Recht am Ton sind natürlich dann auch betroffen. Grundsätzlich ist die Regel ganz einfach. Es ist immer verboten, sofern man nicht eine Erlaubnis finden kann. Das heißt, ich muss immer nachschauen, darf ich die Videoaufzeichnung, die Videoüberwachung in diesem Fall durchführen. Und die Vorgehensweise bietet sich an, dass man nach Einsatzbereichen das Ganze gliedert und sagt, okay, wo wird denn aufgezeichnet? Beispielsweise der öffentliche Raum. Und der öffentliche Raum ist zum Beispiel Rathausplatz, Bahnhofsplatz oder allgemeine öffentliche Gehwege, Straßen, alles was halt der Gemeinschaft gehört, kommunale und
andere Gegenden. So, und hier gilt grundsätzlich, es muss ausschließlich, der Zweck der Überwachung darf ausschließlich der Gefahrenabwehr dienen. Das heißt, die Strafverfolgung darf laut der entsprechenden gesetzlichen Regelungen niemals der Zweck der Überwachung sein, sondern Gefahrenabwehr ist als einziges rechtlich hier zulässig. Das heißt, es kann eine Gefahr nur abgewehrt werden, wenn auch die Gefahr beim Erkennen des Auftretens der Gefahr eingegriffen wird. Beispielsweise, wenn jetzt die Gemeinde hergehen würde und würde am Stadtplatz Kameras installieren, dann müsste hier auch eine Live-Überwachung stattfinden. Denn ohne Überwachung, wenn man das am nächsten Tag erst anschaut, kann man ja nicht mehr die Gefahr abwehren, kann man ja bloß noch nachträglich dann die Strafverfolgung durchführen. Die Strafverfolgung an sich darf zwar dann stattfinden, aber es muss natürlich im Vorfeld die Gefahrenabwehr als Ziel begründet sein. Und nur staatliche Organe dürfen den öffentlichen Raum überwachen, das ist auch wichtig. Beispielsweise Unternehmen haben natürlich gern mal Außenkameras, die dann vielleicht auf Gehsteige, Straßen und so weiter auch zeigen. Der öffentliche Raum darf nicht von privater Hand überwacht werden. Oder wenn der Nachbar sein Grundstück, die Einbrecher, möchte man fernhalten, sein Grundstück filmt, die Kamera darf nicht über die Grundstücksgrenze hinausgehen. Ja. Straße ist öffentlicher Raum, darf nur der Staat. Dann öffentlich zugängliche Räume sind keine öffentlichen Räume, sondern private Räume, die öffentlich zugänglich sind, wie zum Beispiel der Raum hier. Ja, das ist, gehört nicht am Staat, vermute ich mal, dass diese Stadthalle hier Privateigentum ist. Gehört der Stadt, naja gut, vielleicht in dem Fall ist halt dann Zufall, aber nehmen wir halt mal anders, Sache, Kaufhaus, Tankstelle, das sind öffentlich zugängliche Räume, aber in den meisten Fällen natürlich nicht Eigentum der öffentlichen Hand. Und für öffentlich zugängliche Räume gilt das Bundesdatenschutzgesetz. Ich habe hier das etwas vereinfacht zusammengestellt, nämlich um eine Überwachung im öffentlich zugänglichen Raum durchzuführen, ist eine notwendige Erfordernis, dass man entweder sein Hausrecht wahrnehmen muss oder ein berechtigtes Interesse für die Videoüberwachung vorliegt. Das bedeutet, das berechtigte Interesse ist etwas schwierig umzusetzen, also festzustellen, es gibt eine Notwendigkeit, in einer bestimmten Situation eine Videoüberwachung durchzuführen. Das ist formulierungstechnisch, juristisch auch etwas schwer zu konkretisieren. In den meisten Fällen kann man sagen, 99% der privaten Überwachung von öffentlich zugänglichen Räumen wird immer aufs Hausrecht gestützt. Hausrecht heißt, ich möchte als Unternehmer mein Hausrecht wahrnehmen, dass Vandalismus, Diebstahl und Ähnliches nicht stattfindet. Und das Zweite ist, ganz wichtig, es muss die Überwachung gekennzeichnet sein, die Erkennbarkeit. Das heißt, irgendeine Art von Schild, wie man es halt so kennt, mit dem Piktogramm, Videokamera. Aber nicht nur die Überwachung als solche muss erkennbar sein, sondern auch, wer ist für die Überwachung verantwortlich. Die verantwortliche Stelle, das heißt, das ist die Organisationseinheit, die die Überwachung verwaltet und die hier letztendlich das zu verantworten hat, dass das auch rechtmäßig ist. Denn der Einzelne, der Betroffene, der Bürger muss ja auch wissen, an wen kann ich mich wenden, wenn ich zur Überwachung Fragen habe oder Einspruch erheben will. Und jetzt kommt eine Besonderheit, die grundsätzlich sein müsste, wenn eine Videoüberwachung ausgewertet wird, ja, wenn die jetzt in der Tankstelle sich das Material anschauen und dann eine Personenzuordnung vornehmen. Wenn die sagen, ach, das ist ja der Meier, der da am CD-Regal steht, dann müsste der Meier davon benachrichtigt werden, darüber.
Das heißt, eine Benachrichtigungspflicht liegt vor, immer dann, wenn man tatsächlich anhand des Materials eine Zuordnung zu einer Person vornimmt. Es gibt dann neben dem öffentlichen Raum und dem nicht öffentlichen Raum noch zwei Besonderheiten, nämlich Justizvollzug und Observation. Ich gehe hier nicht auf die näheren gesetzlichen Vorschriften ein, sondern das ist gesetzlich näher in den entsprechenden Landes- oder Bundesgesetzen geregelt. Das kann im Einzelfall auch zulässig sein. Polizeigesetz beispielsweise, man benötigt unter Umständen eine Erlaubnis. In Justizvollzugsanstalten ist beispielsweise die Gemeinschaftsräume dürfen überwacht werden, aber nicht Toilettenbereiche und so. Da gibt es ganz klare Definitionen. Bitte. Also Bahnsteig müsste im Normalfall, ja gut, die Bahn ist ja jetzt kein Staatsbetrieb, also nicht öffentlicher Raum, aber öffentlich zugänglich. Und da gibt es nämlich noch einen, den ich noch nicht habe, nämlich den nicht öffentlich zugänglichen Raum. Das heißt, wir haben einmal die Straße vom Bahnhof, die ist öffentlich. Dann haben wir den Bahnhofsbereich, wo jeder Bürger hingehen kann, auf den Bahnsteig gehen kann, ist Eigentum der Bahn, ist öffentlich zugänglich, aber privat. Und dann gibt es von mir aus das Büro im Bahnhof, ja, wo der einzelne Mitarbeiter, der Stationsvorsteher sein Zimmer hat, das ist nicht öffentlich zugänglich, das heißt in der Regel wird hier kein Dritter in diese Räumlichkeiten hineingehen und dann handelt es sich halt um den Arbeitsplatz nicht öffentlich zugänglich. Und dann gibt es natürlich noch einen weiteren Bereich, den privaten Bereich. Ja, das heißt Privatwohnung, die kommt dann noch weiter unten. Und beim Arbeitsplatz bzw. nicht öffentlich zugänglichen Raum, also ich hoffe, ich habe es jetzt beantwortet, die Bahn selber wäre dann öffentlich zugänglich, das was wir vorher gehabt haben. Also ganz normal, Bus ist hier, sofern es nicht der Stadt, sag jetzt mal, den öffentlichen Bereich zugehört, ist es grundsätzlich immer öffentlich zugänglich. Zur Gefahrenabwehr im öffentlichen Raum wäre das zulässig, aber in der Regel wird ja bei Bahnsteigen zum Beispiel aufgezeichnet. Da sitzt ja keiner mehr. Mhm. Das heißt, es wird nur aufgezeichnet, um nachher eine Strafverfolgung letztlich durchzuführen. Also das wäre ja so ein Grenzbereich, wo es nicht einwandfrei zulässig wäre. Prinzipiell ist hier natürlich der Verdacht nahe, dass es so sich nicht mit dem Gesetz vereinbaren lässt. Aber es ist durchaus auch möglich, einen Ausnahmetatbestand zu erlangen. Das heißt, wenn hier natürlich besondere Umstände das gerechtfertigen, dann kann es unter Umständen auch akzeptabel sein, obwohl es nicht so vorgesehen ist. Aber generell gibt es das nicht her. Es ist vielleicht jetzt vom Bundesland abhängig, denn die einzelnen Landesgesetze unterscheiden sich hier. Und ich kenne es jetzt nicht für jedes Bundesland, aber ich weiß jetzt, in Bayern ist grundsätzlich, und das ist eigentlich eher so die vorherrschende Variante, ausschließlich die Gefahrenabwehr als Zweck erforderlich. Und wenn dieser Zweck nicht da ist, wenn man dann natürlich nicht überwacht, also wenn man nicht beobachtet, es kann ja sein, dass man sagt erstmal, okay, wir machen da die Kamera und da sitzt einer und dann ist die Kamera da und dann sitzt der halt doch nicht da, dann kann man natürlich nachher sagen, okay, der war halt jetzt krank oder länger krank oder der Platz ist gestrichen worden, man hat vergessen, die Kameras zu entfernen. Also das ist dann sicherlich eine Sache, wo man dann näher fragen müsste, aber man hätte hier Auskunftsrecht, dass man sich bei dem Betreiber verantwortliche Stelle, sprich am Bus muss ja erkennbar sein, wer ist für die Kamera verantwortlich, sich hinwendet und sagt, ich möchte diese Informationen, das muss dokumentiert sein. Okay, dann haben wir noch, Moment, waren wir schon weiter.
Wenn es am Arbeitsplatz ist, da sagt der Gesetzgeber, der Eingriff ins Persönlichkeitsrecht ist hier fundamental. Es wird ganz klar unterschiedlich bewertet, ob ich jetzt an der Kasse stehe in einem Supermarkt und der Kassenbereich überwacht wird oder ob ich in einem Büro, das kein Kundenbereich ist, überwacht werde. Denn an der Kasse kommt eine unbestimmte Anzahl von beliebigen Personen hin. Das heißt, es ist nicht zwingend immer der Einzelne, der im Fokus ist. Am Arbeitsplatz geht es nicht. Da ist man praktisch unter Totalüberwachung, wenn der Arbeitsplatz gefilmt wird. Und das ist generell nicht zulässig. Und es gibt nur bestimmte Ausnahmen. Das heißt, wenn es einen konkreten Vorfall gibt, es wird in der Arbeit gestohlen, es wird von mir aus Dinge beschädigt im Unternehmen, dann kann unter ganz klaren Festlegungen, da muss dann auch festgelegt werden, der zeitliche Rahmen, kann hier eine Videoüberwachung etabliert werden, aber es ist zwingend erforderlich, die Mitarbeiter zu informieren. Das heißt, ab Montag wird in den Büros für 2 Wochen zeitweise Video überwacht, um hier die Probleme, die im Unternehmen sind, festzustellen. Also die Information ist zwingend erforderlich. Kommt man nicht drum rum. Verdeckte Überwachung ist am Arbeitsplatz überhaupt nicht rechtlich zulässig. Das heißt nicht, dass nicht gemacht wird. Bitte. Gilt das jetzt für den Arbeitsplatz oder auch für, sage ich mal, ja, Community-Räume, also wo man dann während der Mittagspause hingeht oder sowas? So Pausenräume. Genau. Pausenräume sind absolut tabu. Pausenräume sind kein Arbeitsplatz, sondern das haben wir im nächsten Punkt höchstpersönliche Lebensbereiche. Im Unternehmen dürfen keine Toiletten, keine Umkleidebereiche und auch nicht die Bereiche, wo die Menschen, ich sage jetzt mal, essen, dürfen nicht überwacht werden. Weil ich hatte nämlich mal in einer Firma so einen Fall, da wurde gestohlen. Und aufgrund dessen wurde dann in dem Aufenthaltsraum eine Kamera angebracht, von der wussten 2 Leute. Es war auch nicht sinnvoll, alle zu informieren, weil dann hätte es der Dieb auch mitbekommen und dann hätte man nie erwischt. War wahrscheinlich jetzt dann rechtlich wahrscheinlich nicht ganz sauber. Allerdings frage ich mich in so einem speziellen Fall, wie will man es sonst machen? Ja, das ist aber immer so ein Gedanke im Hintergrund. Videoüberwachung soll nur dann sein, wenn es gar nicht anders geht. Also das ist auch so eine Vorbedingung. Es soll nicht einfach mal, ah ja, wir haben jetzt eine Kamera über, also überwachen wir mal, sondern es soll eine Notwendigkeit bestehen. Aber um es kurz zu machen, also es gibt natürlich sehr viel Videoüberwachung, das rechtlich überhaupt nicht darstellbar ist. Ja, also ich glaube, wenn ich jetzt mal 1 Stunde durch die Stadt laufen würde, da würde ich bestimmt 10 bis 15 Kameras sehen, die überhaupt nicht, nicht im geringsten sich an die rechtlichen Vorgaben halten. Aber klar, dafür stehen ja auch wir, um hier ein Bewusstsein zu schaffen, um zu informieren, um auch solche Missstände aufzuzeigen und dann entsprechend zu erreichen, dass hier nachgebessert wird. Okay, also im Unternehmen, am Arbeitsplatz grundsätzlich Überwachung nur bei konkreten Einzelfällen, nur zeitlich befristet und es darf keine Kontrolle der Arbeitsleistung sein. Das heißt, es darf nicht die Videoüberwachung genutzt werden, um zu schauen, wie schnell schreibt er seine Briefe oder erledigt seine Büroarbeit. Dann, was ausgeschlossen ist, sind die höchstpersönlichen Lebensbereiche, habe ich schon gesagt, Toiletten, ähnliches, Umkleideräume, auch so etwas wie Arztzimmer. Aber auch Warteraum im Arztzimmer, also vor dem Arzt, vor dem Behandlungszimmer. Das sind so Bereiche, wo der Gesetzgeber sagt, also das kann man nie rechtfertigen, dass man so etwas videoüberwacht. Natürlich auch Privatgrundstück und Wohnräume, das geht natürlich wieder aus dem Grundgesetz hervor, Unverletzbarkeit der Wohnung. Dann, wenn ich eine Überwachung etablieren möchte, dort wo ich es darf, also zum Beispiel öffentlich zugänglich, wenn ein Unternehmen sagt, Tankstelle, Bank, Kaufhaus, Kiosk, wie auch immer, wir haben hier
unser Hausrecht zu bauen und müssen aus Sicherheitsgründen hier mit Videoüberwachung hier tätig sein. Dann ist es notwendig, eine Vorabkontrolle zu machen. Und daran scheitert es in den meisten Fällen. Also ich würde jetzt so, ich weiß jetzt aus meinem Bereich, ich bin jetzt in Oberbayern nur tätig, aber ich würde jetzt mal so sagen, so 95% aller Überwachungskameras sind von Haus aus schon mal deswegen illegal, weil niemals vorab geprüft wurde, ob die Überwachung so überhaupt sein darf. In der Praxis heißt es, funktioniert so, das Unternehmen sagt, wir wollen in diesem, an dieser Stelle eine Kamera aufbauen oder da ins Eck vor dem Regal eine Kamera montieren. Dann muss der Datenschutzbeauftragte hergehen und muss prüfen, ist das notwendig, ist das erforderlich, ist das verhältnismäßig und noch ein paar andere Dinge. Wie lange wird dann aufgezeichnet, wie lange wird es aufbewahrt, wann wird gelöscht und so weiter. Und diese Fragen müssen geklärt werden, müssen dokumentiert werden. Und wenn der Datenschutzbeauftragte dann sagt, okay, das ist alles in dem gegebenen Rahmen, ja, dann es muss dokumentiert werden, damit jeder nachträglich auch prüfen kann, ob das so ordnungsgemäß war. Und dann, wenn dieses Dokument, das nennt man Verfahrensverzeichnis bzw. Vorabkontrolle, das ist die Kontrolle vorab, bevor die Videoüberwachung in Betrieb genommen wird. Und wenn dieses Dokument dann erstellt wurde und dann kann die Kamera aufgehängt werden, wenn es positiv verabschiedet wird. Und daran scheitert es in den meisten Fällen, weil die meisten, vor allem in kleinen Unternehmen, schon mal gar nicht einen Datenschutzbeauftragten haben oder gar nicht wissen, dass sie einen haben müssten, aber trotzdem die Kamera aufhängen. Und die Vorabkontrolle kann nur der Datenschutzbeauftragte machen. Ja, also wenn sie keinen haben, sie brauchen bloß mal in einem Geschäft fragen, wenn sie eine Kamera sehen, hat ja fast jedes Geschäft eine Kamera, wie der Datenschutzbeauftragte heißt. Einfach nur, wie heißt denn ihr Datenschutzbeauftragter? Dann werden sie blöd angeschaut. Und dann wissen sie, die Kamera darf da nicht hängen. Ja, weil wenn es einen Datenschutzbeauftragten gäbe, dann wüssten sie ja den Namen. Ja, dann was auch überhaupt nicht möglich ist, Tonaufzeichnung. Also technisch möglich, ja, aber nicht rechtlich zulässig. Ja, es gilt der Schutz des flüchtigen Wortes, also ein Ton darf nicht aufgezeichnet werden, auch wenn viele Kameras das bereits integriert haben. Aber gute Kameras, da kann man das normalerweise deaktivieren, sodass der Ton dann auch nicht aufgezeichnet werden kann. Dann sind Maßnahmen notwendig, das heißt, bei dieser Prüfung vorab muss man festlegen, okay, wie kann man sicherstellen, dass man nicht Hinz und Kunz auf dieses Datenmaterial zugreifen kann. Dann gibt es ja Kameras, die irgendwie mit Netzwerk verbunden sind, dass man sagt, es muss eine Firewall da sein und so weiter, dass nicht jemand von außen auf diese Aufzeichnungen kann. Zweckbindung, ich darf die Daten nur dafür verwenden, wofür ich sie erhebe. Das gilt überall im Datenschutz. Heißt, wenn das Unternehmen festlegt, wir wollen die Überwachung haben, dass wenn jemand was klaut, dass wir feststellen können, wer war das und gegebenenfalls der Versicherung das nachweisen können, dass gestohlen wurde und vielleicht der Polizei, dann dürfen sie es nur dafür verwenden. Wenn sie aber vorher das nicht festlegen, sondern nur sagen, ja, damit das halt überwacht wird, dann dürfen sie es aber auch nicht für andere Zwecke verwenden. Ja, also man muss schon klar definieren, wofür erhebe ich die Daten und diese Zweckbindung ist dann schon auch verbindlich. Dann muss man natürlich auch prüfen im Vorfeld, welche Risiken hat die Überwachung an der Stelle, dass die Daten nicht vermischt werden mit anderen Daten und beispielsweise die Löschfristen. Und da kann man immer sagen, die Vernunft spielt bei der ganzen Datenschutzbetrachtung immer eine große Rolle. Das heißt, das Unternehmen fragt, wie lange darf ich denn die Daten aufbewahren? Dann frage ich, wie lange musst du sie denn aufbewahren? Dann sagt er, ja, wenn wir am Montag was aufzeichnen, dann können wir es uns am Dienstag anschauen. Dann sage ich, okay, dann werden sie am Dienstagabend gelöscht. Ja, aber wenn wir am Freitag was aufzeichnen, am Samstag ist ja keiner da. Sage ich, ja, dann löscht, wann schaust du das denn an? Ja, am Montag. Ja, dann werden sie halt am Montagabend gelöscht. Also dann sagt man halt am nächsten oder übernächsten Werktag. Und wenn aber der Verantwortliche nur einmal in der Woche da ist, dann werden sie halt eine Woche aufbewahrt. Also es muss immer einen Grund geben,
wann was gemacht wird und wofür. Und wenn ich das vernünftig darlegen kann und das Ganze nicht zu sehr aus dem Rahmen fällt, dann ist es auch machbar. Aber es gibt keinen Grund, das dann noch eine Woche länger aufzubewahren. Also das muss man natürlich immer entsprechend nur, soweit es notwendig ist, machen. Bitte. Könnten Sie mal eine Folie zurückgehen, bitte? Sie haben da dieses schöne Zeichen oben. Wann muss denn dieses Zeichen vorhanden sein und wann nicht? Also dieses Zeichen ist eine Möglichkeit, darauf aufmerksam zu machen, in welcher Form das passiert. Darüber schweigt der Gesetzgeber, das ist nicht festgelegt. Wichtig ist nur, es muss immer dann eine Erkennbarkeit im Vorfeld stattfinden, wenn eine Überwachung durchgeführt wird. Das heißt, praktisch gesehen, ich muss als Betroffener, als derjenige, der möglicherweise gefilmt wird, muss im Vorfeld, bevor ich gefilmt werde, irgendwie feststellen, wenn ich jetzt nur einen Schritt weitergehe, dann werde ich gefilmt. Und das ist natürlich mit anhand dieser Schilder halt sehr gut erkennbar. Deswegen sagt man, das ist sehr schlecht missverständlich. Also das versteht jeder. Und wenn das rechtzeitig, wenn das so aushängt, dass das jeder halbwegs nicht ganz blinde erkennen kann, dann ist das in Ordnung. Es muss aber vorab sein. Das heißt also, im öffentlichen Raum muss dieses Schild nicht unbedingt vorhanden sein. Es muss nur irgendwie sichergestellt sein, dass man erkennen kann, dass hier überwacht wird. Genau. Aber wenn das natürlich in Arealschriftgröße 7 an dem Laternenpfahl unten am Boden eine kleine Beschilderung ist, langt es nicht. Also es muss schon für den normalen, durchschnittlichen Bürger halbwegs erkennbar sein, aha, wenn ich da noch weitergehe, werde ich überwacht. Aber es sollte grundsätzlich natürlich immer sein, bevor die Überwachung stattfindet. Wenn es nicht möglich ist, dann muss man das halt vielleicht darstellen. Es gibt bestimmt Plätze, wo das schwierig ist, aber generell sollte es vorab erkennbar sein. Und nicht nur, dass überwacht wird, sondern wer verantwortlich ist. Ja? Bei uns ist es jetzt noch nicht ganz so schlimm wie in manchen Ländern, aber Großbritannien beispielsweise gibt es ja die Privatüberwacher. Und das ist ein sehr interessantes Phänomen. Da kann ein Kaufhaus, da gibt es dann so private Überwachungsunternehmen, dieses Outsourcen funktioniert so. Das, sag jetzt mal, Kaufhauskette sagt, wir delegieren das Überwachen, wir machen das nicht selber. Und dann gibt es eine Agentur, sag jetzt mal Detektivagentur, die sagt, wir bauen euch die Kameras ein, wir kontrollieren die Bilder, wir werten das alles aus. Das Kaufhaus bezahlt für die Dienstleistung, so wie es ja auch die IT beispielsweise outsourcen. Und diese Agentur, diese Detektivbüro oder was das ist, macht die Arbeit auch nicht selber, sondern sucht sich Subunternehmer. Und das kann jeder Bürger auf der Welt sein. Das heißt, jeder Bürger kann sich dort anmelden und kann sagen, ich möchte auch diese Videoaufzeichnungen anschauen und schauen, ob ich irgendeinen Diebstahl entdecke auf dem Filmmaterial. Und das funktioniert dann so, man meldet sich bei dieser Agentur an. Das könnten Sie auch machen. Heute Nachmittag melden Sie sich dort an. Und dann können Sie auf das Videomaterial zugreifen. Das heißt, das gesamte Videomaterial ist irgendwo online zugänglich mit Passwörtern auf zentralen Servern und meldet man sich an, dann hat man Zugriff auf das Material und dann schaut man sich das an und wenn man Diebstahl entdeckt und das meldet, dann kriegt man 50 Euro Prämie. So, und das ist natürlich eine Katastrophe, weil hier natürlich letztendlich Hinz und Kunz, also jeder Mensch auf dieser Welt, wenn er Lust hat, sich Videoaufzeichnungen anzuschauen, darauf zugreifen kann. Also das ist mit deutschem Recht überhaupt nicht vereinbar und das ist auch mit, ich sage jetzt mal, mit dem Gedanken von Sicherheit auch nicht vereinbar. Also das ist jenseits von Gut und Böse, aber in Großbritannien bereits Realität. Ich möchte noch ein paar Besonderheiten nennen. Und zwar haben wir einmal das Thema der Veröffentlichung. Also es gibt ja die Videokamera, die zunächst mal vorhanden ist. Die kann entweder ein Live-Bild erzeugen oder eine Aufzeichnung. Und beides kann ja dann auch veröffentlicht werden. Und bei der Veröffentlichung
ist es dann rechtlich, thematisch eher ein Problem der Rechte am eigenen Bild, also Kunsturheberrecht. Und hier gilt zum Beispiel Einwilligung. Also wenn ich hier gefilmt werde, dann müsste ich eigentlich vorher eine schriftliche Einwilligung unterzeichnen, dass ich einverstanden bin, dass diese Aufzeichnung verwendet wird. In dem Fall müsste ich das und Sie nicht, weil auf dem Videomaterial eindeutig ich als Person identifizierbar und erkennbar bin. Ja, auch der Name vielleicht sogar noch mit dabei steht. Während Sie, wenn da einmal ein Schwenker durchs Publikum geht, Teil einer Gruppe sind und vielleicht nicht mal als einzelne Person direkt so wahrgenommen werden, außer es wird dann ganz auffällig auf Sie gezoomt. Das wäre also die Besonderheit mit der Veröffentlichung. Und dagegen steht aber immer, wenn Sie sagen, ja Moment, ich habe ein persönliches berechtigtes Interesse, dagegen zu sein, dann dürfen Sie dem auch widersprechen. So, jetzt war eine Frage. Ich hatte noch einen ganz kurzen Hinweis zu dem Thema Kennzeichnungspflicht. Es gibt ein ganz tolles Urteil vom Verwaltungsgericht Hannover und das betrifft Videoüberwachung im öffentlichen Raum. Und da hat das Verwaltungsgericht verlangt, dass genau der Bereich, der überwacht wird, gekennzeichnet werden muss. Also mit so einem Streifen auf dem Boden. Kann ich jedem nur empfehlen, die Entscheidung. Danke für diese Anmerkung. Und in Hannover haben sogar die Piraten, Osnabrück war es, Entschuldigung. Aber trotzdem, wer Lust hat, schaut da mal nach. In der Osnabrücker Zeitung ist ein interessanter Artikel. Die Piraten in Osnabrück haben dann auch hier erreicht, dass die Kameraüberwachung und die Kennzeichnung, das alles nochmal neu ausgelotet wird. Also das war auch nicht so astrein, wie die Stadt das gemacht hat. Also Piraten sind schon aktiv, die machen schon was. Gut, dann Problem der Live-Übertragung bei Webcams ist insbesondere, dass man hier im Nachhinein nichts mehr machen kann. Das heißt, wenn ich eine Aufzeichnung mache und ich merke, aha, da ist ein Problem, da ist vielleicht jemand nicht einverstanden, dann kann man den rausschneiden. Aber wenn es schon live übertragen ist, kann ich nicht nachträglich wen rausschneiden. Und das ist dann natürlich auch immer so eine heikle Sache, wenn Sie heute schauen, Eiskaffee oder irgendwo, die ja dann auch gerne meinen, ja, man macht da so Webcam, damit die Leute zu Hause anschauen können, wie viel ist denn im Café heute los. Das ist höchst problematisch und in den meisten Fällen eigentlich auch gar nicht darstellbar, also nicht rechtlich darstellbar, außer es ist niemand erkennbar. Ja, wenn man natürlich nur sieht, da ist ein Raum, da sitzen Leute, aber man kann niemanden erkennen, dann geht es wieder. Wobei es ist eine heikle Sache. Dann Treppenhäuser. Interessanterweise, die Frage war ja mit dem Bahnhof, ja. Der Bahnhof an sich ist öffentlich zugänglich, aber die Treppenhäuser werden generell, sicher gibt es im Einzelfall wieder Diskussionen, ob das so oder so bewertet wird, aber generell zählen Treppenhäuser zum nicht öffentlich zugänglichen Raum und sind deshalb von einer Überwachung auszuschließen. Dann haben wir so etwas wie Livestreaming aus dem Rathaus. Da sind ja die Piraten sehr dafür, sowas zu machen. Es gibt hier auch bereits ich weiß jetzt auswendig nicht, welche Kommune das war, die haben das hier ausgearbeitet und haben hier, es gibt da auch ein schönes Dokument zu dem Thema, wie das rechtlich zu handhaben ist. Das ist also überhaupt kein Problem. Wenn die Kommune sowas machen will, dann können die sich im Internet, gibt es auf der Seite vom Datenschutzzentrum in Schleswig-Holstein, gibt es ein schönes Dokument zu dem Thema Livestreaming aus dem Rathaus. Da ist es genau erklärt, kleine Checkliste, das setzen die um und dann können die das endlich so machen, wie wir das schon lange fordern. Ja, und dann die Einwilligung. Einwilligung ist immer ein Thema. Jede Erhebung oder Verarbeitung von Daten ist dann erlaubt, wenn die betroffene Person einwilligt, heißt es im Datenschutz. Das heißt, wenn ich sage, geben Sie mir mal Ihre Adresse, ich möchte die ganz groß an die Hauswand pinseln, dann können Sie mir vorher da schriftlich bestätigen, dass Ihnen das recht ist, dann darf ich das. Bei der Videoüberwachung ist das nicht so einfach, weil der Gesetzgeber, beziehungsweise auch hier gab es schon eine Klärung vom Verfassungsgericht, sagt, die Einwilligung kann ich nicht so einfach erteilen, denn ich kann unter Umständen nicht vermeiden, diesen Bereich zu betreten. Beispielsweise, wenn ich mit dem Zug fahren will, muss ich vielleicht auf den Bahnsteig gehen.
Und allein deshalb, dass ich nicht protestiere, kann nicht als Einwilligung missverstanden werden. Also das ist bereits geklärt. Deswegen ist die Einwilligung bei der Videoüberwachung eigentlich etwas, was im Normalfall wenig hilft. Es muss schon ein Sonderfall sein. Ich sage jetzt mal beispielsweise ein Referent gibt es eine Einwilligung, dass das aufgezeichnet werden darf. Da wird natürlich der Richter sagen, okay, das ist jetzt ein Fall, da hat mich niemand genötigt. Da habe ich vielleicht wirklich freiwillig eingewilligt. Aber in den meisten Fällen ist das eben nicht so. Dann darf ich Sachen filmen, ja, sind ja keine Personen, zum Beispiel den Beamer. Ja. Grundsätzlich darf ich den Beamer filmen und veröffentlichen, aber wenn vielleicht Ihr Name draufsteht oder am Beamer erkennbar ist, dass er Ihnen gehört, dann darf ich es nicht. Dann gilt wieder, als wäre es ein Teil von Ihnen. Das, was für die Personen gilt, gilt dann auch für die Sachen. Dann gibt es eine Ausnahme als normaler Privatmann, das heißt für rein familiäre oder persönliche Zwecke dürfen Sie machen, was Sie wollen, in Anführungsstrichen. Das heißt, Sie dürfen durch die Stadt laufen, Fotos machen, Fußgängerzone, Kirche fotografieren, stehen auch Leute davor, dürfen es auch filmen. Prinzipiell dürfen Sie das, solange Sie das nur für Ihre privaten familiären Zwecke nutzen. Das heißt, um sich dann die Urlaubsbilder mit Ihrer Familie anzuschauen. Das Ganze gilt nicht mehr, wenn Sie diese Ebene verlassen. Das heißt, wenn Sie dann die Urlaubsbilder der Zeitung geben, weil Sie oder beim Wettbewerb, beim Fotowettbewerb mitmachen wollen, dann gilt es nicht mehr. Weil Sie es ja dann weitergeben und dann verlassen Sie diese rein familiären, persönlichen Zwecke. Und dann ist die Veröffentlichung wieder so zu behandeln, als wären Sie jetzt ein Unternehmer. Dann, was ist mit Attrappen? Ja, ich letzte Woche, der Olaf war auch dabei, sind wir in Rosenheim gefragt worden am Infostand, wie es mit der Videoüberwachung am Geschäft ist hinter uns, wo wir einen Stand gehabt haben. Und dann bin ich da rein und habe nachgefragt. Und dann sagen die, ja, das ist ja nur eine Attrappe. Ja, das ist aber völlig egal, weil die Attrappe wird genauso behandelt wie keine Attrappe. Das heißt, ob das eine echte Kamera ist oder eine Attrappe, spielt keine Rolle. Für die Attrappe gilt dasselbe wie für die normale Kamera. Weil ja der Bürger das nicht erkennen kann. Ob die Kamera ein oder aus ist, das spielt gar keine Rolle. Der Bürger muss ja davon ausgehen, er wird überwacht. Also muss alles, was für die Live-Überwachung oder Aufzeichnung gilt, auch für die Attrappe gelten. Dann haben wir Freizeitbereich, Bar, so Sachen wie Café. Da muss man halt wieder unterscheiden. Die Theke, wo vielleicht die Kasse auch steht, die kann ich natürlich wieder rechtfertigen mit Hausrecht und Überfall und Ähnliches, dass man sich hier schützen will, aber nicht den Bereich, wo die Kunden sitzen und ihren Kuchen essen. Also das sind wieder diese höchstpersönlichen Lebensbereiche, das ist nicht zu überwachen. Das geht einfach nicht. Dann Gebäudeaußenwand. Hier gilt, dass Unternehmen dürfen ja nicht den öffentlichen Raum überwachen. Der Gehsteig gehört ja meistens nicht dem Unternehmen. Und ich habe jetzt mal so einen Fall gehabt, ein Juwelier in München, die haben gesagt, okay, wir müssen die Schaufenster überwachen, weil es könnte ja vielleicht irgendein Verdächtiger vor dem Schaufenster stehen und durchs Schaufenster uns beobachten, ausspionieren und dann, ja, das sage ich, okay, also wir müssen schon, wenn wir hier Außenaufnahmen machen und da ist der Gehsteig auch vielleicht ein bisschen dabei, müssen wir das irgendwie legitimieren. Und dann haben wir ein bisschen gesprochen und hat sich herausgestellt, die haben auch noch Filialen in London und Paris und wo auch immer. Und da ist das schon vorgekommen, sogar schon öfters. Dann ist natürlich wieder einfach. Das heißt, wenn ich habe dann für den öffentlichen Raum ist der Landesdatenschutzbeauftragte zuständig, für den nicht öffentlichen Raum der Bundesdatenschutzbeauftragte. Und da ist die Aufsichtsbehörde in Ansbach. Die Adressen kommen zum Schluss. Und ich habe dann mit denen gesprochen und die haben gesagt, okay, wichtig ist für uns immer, dass es für normalen Verstand nachvollziehbar ist, aha, der Anlass ist wirklich vernünftig und nicht konstruiert. Und dann ist das okay. Also es muss schon darstellbar sein. Und dann gilt maximal 1 Meter. Ja. Wenn der Gehsteig nur 1 Meter breit ist, dann darf es nicht 1 Meter sein, weil dann kann ja keiner am Schaufenster vorbeigehen, ohne gefilmt zu werden. Da muss weniger sein.
Dann haben wir noch die Domkameras. Die Domkameras sind besonders kritisch, weil die haben so eine unglaubliche Technik. Ich habe hier eine abgebildet. Das sind die, wo man nicht sieht, wohin filmen die. Ich weiß nicht, mit welcher Auflösung, welchem Winkel, was erfassen die. Das ist eine dermaßen hochwertige Technik, dass der normale Bürger, der von dieser Kamera erfasst wird oder das Gefühl haben muss, dass er hier sich überhaupt nicht mehr wehren kann und auch nicht auf die Seite gehen kann, weil das ist völlig unkontrollierbar. Und deshalb sind die generell nicht zulässig. Das heißt, in einem Kaufhaus ist normalerweise so eine Kamera nicht zulässig. Es muss ganz konkret erklärt werden, warum diese Kamera notwendig ist und nicht der normale geht. Und das muss in dieser Dokumentation sein. Da hat jeder Einsichtsrecht, da können Sie im Kaufhaus sagen, ich hätte gern die Vorabkontrolle oder das Verfahrensverzeichnis zur Videoüberwachung und dann müssen die Ihnen das zeigen und wenn das vernünftig erklärt wird, gut, kann man es vielleicht nachvollziehen. So, dann habe ich noch ein paar nachdenkliche Punkte, nämlich zur Überwachung. Es nimmt ja immer mehr zu. Die Überwachung hat ja schon ganz andere Dimensionen mittlerweile. Wir haben zum Beispiel das Drohnenthema. Die sind ja auch immer mehr, jeder Privatmann kann heute im Spielwarenbereich oder Modellbau sich solche Drohnen kaufen. Hochwertige Drohnen, die dann auch etwas teurer sind, die machen aus 100 Meter Höhe hochauflösende Aufnahmen. Und die sind dann auch nicht so laut, dass man das unten merkt. Das heißt, das ist natürlich eine Bedrohung ganz anderer Art, wenn irgendwann der normale Privatbürger von seinem Handy aus dann oben über die Luft den privaten Raum ausspioniert. Also das, denke ich, wird langfristig noch ein schwieriges Thema werden. Dann haben wir so Dinge wie Kfz-Kennzeichen-Scanning, wenn Aufnahmen von den Kennzeichen gemacht werden. Auch hier ist schon ein Urteil gefällt, dass es grundsätzlich zulässig ist. Da ist ja dann wieder festgelegt worden, die Daten müssen dann nach einer bestimmten Zeit gelöscht werden und so. Aber auch das macht mir Sorgen, dass immer mehr Datensammlungen entstehen. Vor allen Dingen die privaten. Also das finde ich besonders bedenklich, dass immer mehr private Datensammlungen entstehen. Und grundsätzlich darf natürlich der Private seine Aufnahmen machen. Aber wie schaut es mit der Sicherheit aus? Kann der Private garantieren, dass diese Daten nicht verloren gehen? Ja, früher hat man halt da vielleicht sein Fotoalbum im Schrank gehabt und da ist vielleicht nicht so oft der Einbrecher eingebrochen und hat das Fotoalbum mitgenommen. Aber heute ist das ja alles online zugänglich. Also sollte man auch mal drüber nachdenken, was mit den Privataufnahmen ist. Dann ist natürlich auch eine gewisse fließende Grenze da, wenn man zum Beispiel an die Street View denkt. Das sind natürlich Bilder, keine Videoaufnahmen, aber es wird teilweise schon so bedient, als wären es Aufnahmen. Das heißt, es entsteht immer mehr auch von Bildern die Möglichkeit, die so einzusetzen, dass man ein Filmgefühl entwickelt. Dann kann man natürlich die Daten, die reinen Bildaufnahmen, also Filmaufnahmen, auch noch anfüttern. Sprich, die Handys machen dann natürlich gleich die ganzen GPS-Informationen dazu. Ganz besonders toll, dann weiß man nicht nur, was da drauf ist, sondern auch wann und wo. Dann Unfallkameras, das ist etwas, was bei uns, ich habe es bisher in Deutschland noch nicht mitbekommen, aber Sie haben es vielleicht schon mal mitgekriegt, in Russland gibt es das ganz oft. In Moskau fährt kaum einer Auto, ohne dass er eine Kamera im Auto hat, die nach außen filmt. Denn wenn es einen Unfall gibt, kann er sofort mit seiner Kamera nachweisen, dass er nicht schuld ist. Oder wenn die Polizei ihn möchte, dass er irgendwie so was zahlt, dass er keinen Strafzettel kriegt oder so, dann kann er das damit nachweisen. Und das ist rechtlich auch sehr problematisch, weil ja hier der öffentliche Raum wieder gefilmt wird. Ich filme aus dem Auto raus in den öffentlichen Raum. Rechtlich mit unserer Situation noch nicht vereinbar, bitte. Das ist tatsächlich ein schwieriges Thema, aber ich habe mich kürzlich mit einem Russen unterhalten und das hat durchaus einen Grund, warum die das machen. Da gibt es nämlich sehr viele Betrügerbanden, die dafür sorgen, dass du mit dem Auto langsam fährst und dir dann irgendein Kind, einen Radfahrer oder sowas vorne hinschmeißen und du dann richtig ein Problem hast.
Und deswegen versuchen die natürlich, genau, sich irgendwie dagegen zu schützen. Also mir ist es auch bekannt, dass das natürlich letztendlich nur ein Mittel ist, um sich irgendwie zu helfen. Es ist traurig, was da die Zustände sind, aber es hat natürlich auch seine Probleme. So, dann habe ich mir noch ein paar Überlegungen gemacht zu Überwachung und Freiheit. Heute werden Sie das bestimmt schon öfters gehört haben, denn die Vorredner, beispielsweise auch die Katharina, hat hier einige schon angesprochen, und ich persönlich möchte hier nur das auf das Zentrale zusammenfassen, nämlich dass Überwachung die Freiheit einschränkt und dadurch die Demokratie auch gefährdet ist. Bitte, Frage. Ich hätte eine Frage zu der Kfz-Kennzeichen-Scanning. Das ist ja, glaube ich, das Gerichtsurteil bezieht sich ja nur auf mobile Überwachungs- oder mobiles Kennzeichen-Scanning. Bezüglich dieser Mautbrücken, da ist ja vor kurzem auch was bekannt geworden, dass die zur Kfz-Überwachung von Fahrzeugen hergenommen werden. Da hat es, glaube ich, so einen Fall gegeben, wo von der Brücke irgendwelche Steine runtergeworfen sind, und die haben dann die Daten ausgewertet, um den Täter zu ermitteln. Wie schaut es denn da rechtlich aus? Also da muss ich jetzt leider passen, weil ich nicht die rechtliche Bewertung näher kenne. Ohnehin ist natürlich bei den Urteilen ja grundsätzlich immer auch zu sehen, dass ein Urteil ja nie verpflichtend für einen anderen Fall gilt. Deswegen muss man letztendlich immer im Einzelfall sehen, wie wird das bewertet, aber man kann Tendenzen erkennen, und ob das hier möglich ist, rechtlich auch einwandfrei dieses Material für was anderes zu verwenden. Ich glaube, dass hier halt einfach auch diese Interessensabwägung dann im Zweifelsfall, aber das ist ein ganz ein heikles Thema, ist klar. Also meines Wissens ist es ja so, dass nur die Kennzeichen von LKWs größer 7,5 Tonnen da erfasst werden und zwecks Mautabrechnung weitergegeben werden, und die von Fahrzeugen unter 7,5 oder 3,5, ich weiß es nicht genau, dass die sofort gelöscht werden. Aber das scheint ja nicht so zu sein. Ja, also, aber das juristisch, ob das dann, also grundsätzlich, wenn man es mal rein prinzipiell anschaut, dürfen diese Aufzeichnungen nur dafür verwendet werden, wofür sie erhoben werden. Also das gilt genauso für diese Überwachung. Aber ob es hier irgendeinen Ausnahmetatbestand konstruieren lässt, der dann gegebenenfalls durch irgendeinen Rechtstatbestand gedeckt werden kann, das kann ich nicht hier beantworten. Es macht halt für mich den Eindruck, als ob das im Nachhinein genehmigt worden wäre. Das dürfte ja nicht so sein, wie Sie gesagt haben. Nein, es dürfte nicht so sein. Aber deswegen ist ja auch gut, wenn man hier sich kritisch mit dem auseinandersetzt. Aber ich kann es leider nicht fundiert beantworten, wie hier die Rechtslage genau ist, weil ich die Details hier dazu nicht kenne. Müsste man nachschauen. Okay, danke. So, dann haben wir noch... also grundsätzlich muss man sich einfach eins klar werden. Ich höre ja auch manchmal das, ja, mei, was soll denn das, ist doch wurscht, das macht ja jeder, es wird doch alles überwacht und kontrolliert und ich habe doch nichts zu verbergen und es dient nur unserem Schutz und unserer Sicherheit. Und das mit dem Verbergen, da möchte ich nur eins anmerken. Soll ich den Schluss ziehen, dass in dem Moment, wo ich etwas verbergen möchte, weil ich der Meinung bin, es gibt etwas, das möchte ich für mein Privatgeheimnis haben, was auch immer das sein soll, ist ja egal, muss ich dann etwas befürchten, ja? Weil ja die Aussage, wer nichts zu verbergen hat, hat nichts zu befürchten, dann im Umkehrschluss ja eigentlich sagt, habe ich was zu verbergen, habe ich auch was zu befürchten. Das heißt, darf man jetzt kein Geheimnis mehr haben? Und wozu führt das dann? Und da ist ja dann immer diese klassische Schere im Kopf. Die Zensur findet dann bei mir statt. Ich überlege mir, was ich mache. Natürlich, ich bin jetzt selbstständig, aber wenn ich weiß, dass mein Chef in meinem Unternehmen vielleicht die Piraten ganz komisch findet, dann überlege ich mir vielleicht, ob ich da zu so einer Veranstaltung gehe, wo ich befürchten muss, dass ich gefilmt werde, und das sieht er dann vielleicht auch noch im Internet oder so.
dann zensiere ich mich. Ich zensiere das, was ich tue, wenn ich das Gefühl habe, ich werde ständig überwacht und kontrolliert. Überwachung und Sicherheit, da haben die Piraten in München ja eh so eine schöne Veranstaltung gemacht, in der Landesgeschäftsstelle war das, war jetzt vor 6 Wochen oder was irgendwie diese Piraten-Podiumsdiskussion, wo es um die Zivilcourage ging, finde ich eigentlich ganz passend, denn genau genommen muss man sagen, die Überwachung kann im Normalfall oder hat auch sich in vielen Untersuchungen gezeigt, nur in einem extrem geringen Maß etwas verhindern. Klar, für die Aufklärung, da kann man drüber streiten, kann es durchaus seinen Nutzen haben, aber verhindern ist AK Vorrat von den Piraten, hat hier auch ganz gut was zusammengestellt, dass man zum Beispiel festgestellt hat, wenn man eine bessere Beleuchtung macht, zum Beispiel in den Geschäftsbereichen, die halt nicht so gut zugänglich sind, dann reduziert das auch die Diebstahlrate und zwar sogar mehr, als wenn man da Kamera hinmacht. Also dunkle Ecken zum Beispiel besser ausleuchten, schützt mehr als eine Videokamera, ist zum Beispiel rausgekommen. Gut, dann gibt es natürlich auch immer das Missverständnis, wenn man nichts zu verbergen hat, was ist immer dann, wenn ich praktisch das unschuldige Opfer bin, weil ich beispielsweise so ähnlich ausschaue wie wer anders oder mit jemand verwechselt werde oder den aus Versehen denselben Namen habe wie wer anders und schon ist man nämlich dann im Visier. Und dann gibt es ja immer noch auch dieses, ja, aber das ist ja nichts Verbotenes, was ich mache. Ja, schön und gut, es ist heute nicht verboten, aber was in 5 Jahren, in 10 Jahren, in 20 Jahren? Ist es vielleicht dann verboten, denn man sieht jetzt zum Beispiel in Ungarn, manchmal ändern sich auch die Ansicht des Staates, was ist erlaubt und was ist nicht erlaubt. So, dann habe ich noch ein paar Adressen. Brauchen Sie sich nicht mitschreiben, diese Präsentation können Sie, irgendwo wird es dann online noch abrufbar sein bei der Veranstaltung, da können Sie das Ganze dann auch runterladen. Und da haben es dann auch die Adressen. Das ist einmal der Bundesdatenschutzbeauftragte, dann das ULD, also das zweite. Die sind zwar nicht für uns in Bayern zuständig, aber das ist halt die Behörde, die im Prinzip am kritischsten sich mit dem Thema Datenschutz beschäftigt. Und die sind sehr maßgeblich und die haben hier sehr viele gute Informationen auch. Dann der Bayerische Datenschutzbeauftragte, der für den öffentlichen Bereich ist. Und die Aufsichtsbehörde, die ist praktisch die Kontrolle für den nicht öffentlichen Bereich. Kirchen und Rundfunk sind hier eigenständig, das heißt, die haben eine eigene Datenschutzkontrollstellen. So, zum Abschluss noch etwas Interessantes, nämlich das ist ein Panoramafoto. Und Sie kennen das vielleicht, das Rhein-Kultur-Festival, das gibt es halt immer wieder mal alle paar Jahre. Veranstalter ist irgendwie auch der WDR mit dabei und die haben auf ihrer Seite dann ein Foto von der Veranstaltung und Sie sehen, da sind also so gut 15.000, 20.000 Leute drauf und man kann sagen, so ein Foto, wenn man das jetzt auf Video überträgt, wäre ja kein Problem, weil der Einzelne ist nicht erkennbar. Das ist ein Gruppenfoto. Und man erkennt nur eine große Gruppe, aber ich habe hier ein rotes Quadrat in der Mitte und ich habe hier einfach mal an eine Stelle hingezoomt. Ich habe gesagt, jetzt möchte ich den Ausschnitt mal vergrößern, weil erkennen tut man ja da eh nichts. Und das, was man da in dem roten Rechteck sieht, das zeige ich Ihnen auf der nächsten Seite, wenn man näher hinfährt. So schaut das aus. Von wegen, man kann hier nichts erkennen. Auf einem Foto mit 15.000 Leuten ist die Technik so gut heute, dass man das sehr wohl erkennen kann. Und jetzt fragen Sie sich vielleicht, wenn Sie das noch nicht gesehen haben, was diese Spiegeleier an den Köpfen sind. Wer weiß das? Genau. Also das funktioniert jetzt in Anführungsstrichen leider nur mit Facebook. Ja, wenn Sie jetzt hier jemanden, wenn Sie sagen, ach, das bin ja ich, dann können Sie auf das Bild, auf den Kopf klicken und sagen, das bin ich und ich habe folgenden Facebook-Account
Und dann wird das verknüpft und jeder, der dann auf so ein Spiegelei drauf zeigt mit der Maus, sieht sofort auf das Facebook-Profil inklusive einem Link, kann also draufklicken und schon ist er auf dem Profil bei dem. Und ich kann das natürlich auch machen, wenn ich Freunde erkenne. Und Sie sehen, da sind eine ganze Menge auf dem Foto schon hier mit einem Facebook-Profil verknüpft. Und dann hat man natürlich auch die Daten mehr. Und was ich immer schlimm finde, also ich finde es traurig, wenn viele Menschen sich keine Gedanken machen. Was ich aber schlimm finde, ist, wenn ich sowas sehe. Das heißt, die ganze Thematik mit Freiheit, Überwachung und sonstigen, wenn wir Erwachsenen zu blöd sind, dass wir uns da vielleicht ausreichend damit auseinandersetzen, dann ist das eine. Aber wenn es die Kinder auch hier mit hineingezogen werden, die sie noch nicht wehren können, dann finde ich es halt immer schade. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wenn noch jemand Fragen hat, bitte. Ja, eine Frage habe ich noch. Ich glaube, im Ergebnis sind wir uns einig, dass wir gegen ausufernde Videoüberwachung halt unbedingt was tun müssen, dass es auch viel zu viele Kameras gibt. Das haben Sie eben gesagt, sind ganz viele vermutlich illegal. Wie sind da die rechtlichen Rahmenbedingungen? Also was gibt es für ein Strafmaß zum Beispiel für illegale Videoüberwachung? Also das wäre jetzt noch ein Kritikpunkt, den ich noch nicht angesprochen habe, nämlich dass das ein bisschen auch ein zahnloser Tiger ist. Also um die Frage insgesamt zu beantworten, was muss getan werden? Erstens Aufklärung. Ja, da ist der Staat gefordert zu informieren. Der Bürger muss das erstmal wissen, dass er auch mal da nachfragen kann oder darauf achtet, dass er ein Bewusstsein geschaffen wird. Zweitens, es muss natürlich auch irgendwie ein bisschen kontrolliert werden. Und da passiert zu wenig, hängt natürlich auch damit zusammen, dass die entsprechend zuständigen Stellen personell komplett unterbesetzt sind und natürlich gar nicht in der Lage sind, da auch nur halbwegs vernünftig zu kontrollieren. Da könnte man dran arbeiten. Das heißt, so wie halt auch im Gesundheits-Lebensmittelbereich Kontrollen in bestimmten Rhythmen, was weiß ich, vielleicht wenigstens alle 2 Jahre mal, stichprobenartig wo kontrollieren, könnte man das auch. Das würde da der Sache schon sehr dienen, also im Datenschutzbereich mit Videoüberwachung. Und das Dritte ist, der gesetzliche Rahmen, was Bußgelder oder entsprechende Strafen betrifft, der wäre nicht das Problem. Also das ist schon was möglich. Ja, 500.000 Euro ist bußgeldmäßig als Obergrenze vorgesehen. Und bei Straftaten dann entsprechend sogar bis zu 3 Jahre Gefängnis, technisch möglich. Aber in der Praxis wird das natürlich nicht ausgesprochen. Also es ist so, es steigt Jahr für Jahr das, was tatsächlich ausgesprochen wird. Aber es ist halt ein Problem, wenn der Richter sagt, ich habe heute Vormittag eine Verhandlung gehabt, da hat einer jemanden totgefahren. Und der hat jetzt 6 Monate, also aus Versehen halt, wie auch immer, Unfall gewesen, 6 Monate auf Bewährung. Und jetzt kommt einer, der hat irgendwie eine Kamera verkehrt aufgehängt. Ja, was soll ich denn dem dann geben? Sagt er, ich kann ja dem nicht 50.000 Euro. Ja. Aber es gibt Einzelfälle, wie zum Beispiel der Lidl-Skandal, wo man halt sieht, also es ist schon auch durchaus möglich, dass das empfindlich wird. Und mit der europäischen Datenschutzverordnung, die ja noch in der Diskussion ist, besteht auch die Hoffnung, dass hier empfindlicher was passieren könnte. Also weiß man halt noch nicht genau, was rauskommt. Strafmaß wäre da, Bußgeld auch, aber es wird halt in der Praxis, also ich kann nur einen Fall sagen, ein Arzt hat über 2 Jahre lang ein Frauenarzt, 2 Jahre lang seine Patientinnen bei der Untersuchung gefilmt, heimlich im Aktenordner oder Kamera gehabt. Das ist dann durch irgendeinen Zufall aufgeflogen und das Bußgeld war ein paar hundert Euro. Nur so viel. Okay, ich wünsche eine schöne Podiumsdiskussion allen.